Hallo, hallo, grüßt euch. Also ich möchte euch allen ein riesengroßes Lob aussprechen. Auch den jetzt hinzugekommenen Erwachsenen und Größeren und Älteren, aber vor allen Dingen den Jugendlichen, den Schülern, den Kindern, die hier sind und das erstmal angestoßen haben und reingetragen haben in die Gesellschaft. Das ist sensationell, das ist super. Was ihr jetzt in den letzten Monaten geschafft habt, das ist schon bemerkenswert, weil die ganzen Erkenntnisse, die sind jetzt nicht wirklich neu. Also wer in die Archive geht, der weiß, dass 1992 zum Beispiel schon mal eine riesengroße weltweite Konferenz stattgefunden hat. Unser damaliger Bundeskanzler Helmut Kohl hat ja Nachhaltigkeit versprochen auf allen Ebenen und so weiter. Also die Erkenntnisse und die Notwendigkeit zum Schutz des Klimas für die Biodiversität, die sind schon mindestens 30, 40 Jahre alt. Wir müssen außerparlamentarisch die hohen Herren da oben endlich zur Raison bringen. Es wird wieder nichts rauskommen heute. Es werden wieder ein bisschen Wischiwaschi-Sprüche kommen und man wird es wieder erzählen, dann macht man erst einen Zeitplan. Wir müssen den Druck kontinuierlich verstärken. Dann können wir was erreichen. Die Karre vor die Wand gefahren. Und jetzt sagen sie, ups, da sind ja Leute, denen passt das nicht. Da müssen wir schnell was ausdenken. Und diese Leute sind wir alle. Nur wenn wir kontinuierlich weitermachen, wird sich was ändern. Wenn sich oben nichts rührt, müssen wir unten dran rütteln. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, hallo zusammen, guten Morgen. Mein Name ist Markus Ramos, ich bin eigentlich Lehrer. Ich streike heute nicht, weil ich keinen Unterricht habe zum Glück, weil wir Lehrer dürfen ja nicht so ohne weiteres streiken. Aber ich finde es eine ganz großartige Sache und das, was in ja, vielen Medien und auch in sozialen Netzwerken manchmal über Greta Thunberg oder über euch engagierte junge Menschen geschrieben wird, das finde ich sehr beunruhigend, denn ich glaube nicht, dass das eine Gefahr oder eine Bedrohung ist. Und gerade ältere Menschen sollten eben so ein Engagement nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern das, was es ist, nämlich ein ganz, ganz großer Segen für unsere Demokratie, dass junge Menschen sich auf den Weg machen, sich Gehör verschaffen und für ihre Themen und für ihre Belange eintreten. Das ist eure Zukunft und ich finde das ganz großartig, dass ihr euch alle auf den Weg macht, dass ihr mitmacht, dass ihr mitmischen wollt und dass ihr sagt, das ist unsere Zukunft, unser Planet und unser Klima und dafür wollen wir einstehen. Also dafür Hut ab. Im ganz alltäglichen Leben drüber nachdenken, ob es denn Verpackungen braucht, ob es nicht möglich ist, auch im privaten Leben Plastikmüll zu vermeiden, vielleicht das ein oder andere Mal mehr aufs Fahrrad zu steigen oder den Bus oder die Bahn zu nutzen. Und ich glaube, ihr habt hier etwas angestoßen, das wirklich das Bewusstsein vieler Menschen verändert und was diese Welt verändern wird und das zum Positiven. Dafür ganz herzlichen Dank. Macht weiter so!